Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Pokémon Let's Go. Beim letzten Mal haben wir das Schiff schon abgeschlossen und ich wollte eigentlich jetzt durch die Diktahöhle gehen, aber hier ist eine Kleinigkeit, die noch meine Aufmerksamkeit fordert, denn einmal fit machen, bitte. Einmal fett gemacht, danke schön. So, bald sehen wir uns wieder. Wenn ich ein Scharnier habe, muss ich mal gucken, dass ich das Manöver des Scharnierer in einem Pokémon Center irgendwie stellen kann. Wenn ich ein winziges habe oder ein riesiges. Um mal zu gucken, was der Unterschied ist. Das würde mich schon mal interessieren, ob man das optisch hier auf der Overworld auch erkennen kann. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier runter. Und schau mal nach. So, die dicken. Oh, hier sind doch Zubats diesmal. Hallo, Dicta. Hallo, Dicta. Auf geht's. Ein Dicta erscheint. Bams. Fast perfekt. Top notch. Einen Wurf. Nice. Okay. Liegt aber vor zu dunkler Orte. Es hält sich meistens unter der Erdoberfläche auf. Kommt aber auch oft in Höhlen zum Vorschein. Dickda. Zeig mal her, Dicta. Scheu. Agilität. Weil er so, ja. Ein scheues Dicta ist halt auch kontrainjiziert. Das wilde macht mal los. Ja. Die Dicta-Höhle ist in letzter Zeit etwas überfickt und haben viele Löcher gegraben, dass man den Tunnel nicht mehr sicher durchqueren kann. Wir füllen diese Löcher gerade auf, aber es wird eine Weile dauern. Warum vertreibst du dir nicht die Zeit? Also wird man quasi dazu genötigt, jetzt erstmal die Arena zu machen. Bevor man... Ja gut. Ja. Also... Arena machen. Okay. Weißt du, was mir an Note 11 gefällt? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das ist wirklich so schön ordentlich. Ach so. Ich bin nämlich selbst sehr ordentlicher Trainer-Coach, musst du wissen. Ja, klar. Na denn, ich werde mich nicht zurückhalten. Legen wir los. Ah, das hoffe ich mal. Sonst wird es ja langweilig hier. So. Ein Ratzfatz. Level 21. Schick mal Duflo rein. Auf geht's, Duflo. Knirscher. Das ist natürlich ein ordentlicher Move. Los, Duflo Absorber. Au. Meine Verteidigung sinkt. Das gefällt mir nicht. Ach du Scheiße, hält das was aus. Ich mach mal Stachelspore. Ich sagte Stachelspore. Komm schon, Duflo. So. Okay. Ich versuch's mal mit Pipi.
Pipi. Jetzt haben wir es ja paralysiert. Ruckzuckieb. Ach du Scheiße. Dieses Ratzfatz ist doch locker gedopt. Der Schaden ist leider... Ach du Scheiße. Wir versuchen es mit allen möglichen Mitteln. Komm schon, Pipi, wir können es tun. Zap, zap, zap. Okay. Pipis Fluchtwert steigt stark. So. Wir setzen jetzt alles. Auf geht's, Pipi. Einmal heilen. Das Paralysierten kann ich angreifen. Okay, der Kampf möge beginnen. Metronom! Ich will's einfach wissen. Auf geht's, Pipi. Do it. Zahltag. Berlin Münzen verstreut. Okay, das ist ganz okay. Ratzatz ist weiterhin paralysiert. Los, komm. Metronom. Löst Toxin aus. Okay, Toxin ist klar, dass das viel schlägt. Los, nochmal Metronom. Was trifft sogar. Ui, ui, ui. Komm schon. Pipi, wir können das tun. Hornattacke. Dum, 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 dum. Zack, zack, zack. Brüller. Na komm schon. Ich brauche ein bisschen was anderes, Pipi. Oh? Warum triffst du Ratzfratz? Dornkanone. Na komm schon. Auf geht's, Pipi. Wir können es schaffen. Metronom. Donnerschock. Ei, das wird ein echt. Das wird, glaube ich, nach hinten losgehen. Das Paulusin kann sich nicht bewegen, ja. Los, komm, Pipi. Auf. Wir können es schaffen. Also, hauptsächlich löst er hier nur Normalattacken aus, so großteilig, ja? Das fällt gerade schon auf. Zerschneider. Ja, wirklich fast nur Normalattacken. Haben die ihr Metronom geändert? Megasauger. Eine kleine Heilung, das können wir sogar die nächste Attacke wieder einstecken. Also auf jeden Fall einstecken. Das letzte Metronom. Autsch, halt. Na komm, Pipi. Du hast deine Chancen. Also wir haben eigentlich nur Normalattacken ausgelöst. Und er trifft. Das ist ja schon echt traurig. Na komm, Habitak, hol du dir das letzte bisschen. Ich überlege gerade, ob das Zufall jetzt war, dass wir wirklich nur normale Attacken um die Ohren geschleudert bekommen haben. Oder ob das gewollt ist, dass hauptsächlich nur normale Attacken eingesetzt werden durch Metronom. Hält 4 Pikachu-Bonbons. Das Bonbonglas. Kannst du ein Pikachu-Dorf stärker werden lassen? Mhm.
viele Exemplare davon zu fangen. Professor zu schicken, okay. Jetzt müssen wir erstmal wieder Pipi vollot machen. Das war schon böse. Bald wieder vorbei. Oh ja, mach ich. So, dann gucken wir jetzt mal, ob wir hier irgendwas Schönes auf der Route finden. Ich bin jetzt eigentlich eher wegen den Pokémon hier, nicht wegen den Kämpfen, bin ich ehrlich. Ich bin nämlich gerade eher mehr darauf neugierig, was wir jetzt hier so als Neues ergattern können. Aber bisher gibt es überhaupt keine Pokémon. Da ist ein Ratzfatz, da ist ein Traumato. Traumato will ich sogar eigentlich fangen. Lockparfüm. Traumato. Oh, da ist ein anderes. Hallo, Traumato. Naja, das war nicht gut. Du darfst doch gerne wieder ausbrechen. Ich weiß, dass das nicht gut war. Großartig. Nice. Klasse, Traumato wurde gefangen. Ja, das kleine... wenn man immer in der Nähe eines Traumatos schläft, zeigt es nachts manchmal Träume, die es vor langer Zeit verspeist hat. Ein Tauboga? Habe ich Tauboga? Ey, nicht wegfliegen. Habe ich eins? Wenn nicht, dann fange ich jetzt einfach. Winzig. Na, fast. Gerade so noch, aber irgendwie auch nicht. Oder? Na komm. Jetzt aber. Na, komm schon, Tauboga. Tauboga, sei nicht so böse. Geht doch. Hat zwar ein wenig gedauert, aber wir haben es. Ich weiß nicht, ob ich Tauboga jetzt schon gefangen hat oder nicht. Yay, Level Up. Bio erreicht Level 17. Dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über seinen Riesesterritorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Sehr schön. Eine X-Abwehrkapsel. So. Danke. So. Sprühdose, Superschutz. Sehr schön. Okay.
Nein, Ratzfatz, das möchte ich jetzt noch nicht. So, Dankeschön. So. Dreh dich mal bitte. Danke. Aber sonst sind hier jetzt nicht wirklich gerade sonderlich beeindruckende Pokémon aufgetreten. Also gehen wir jetzt erstmal in die Arena. So. Was sagt eigentlich mein... Okay. Wir haben jetzt uns noch nicht hier rumgeprügelt gehabt, genau. So. Hau die zukünftige Champ, wie geht's dir stets? Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Für dich und dein Pikachu sollte das natürlich kein Problem darstellen. Probier es am besten gleich mal aus. Los, Pikachu. Dieses Rauch könnte mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg geräumt werden. Ich könnte ja nicht noch einfach so vorbeigehen, wa? Möchtest du deinem Partner die geheime Technik Spaltschnitt einsetzen? Ja. Los. Wunderbar, Pikachu. Fabelhaft. Dein Partner hat den Stauch nur mit einem Streich entfernt. Der Weg zur Arena steht euch nun offen und darfst dich offiziell an ihnen versuchen. Ich werde drin auf dich warten. Interesting. Okay. Okay, ich habe schon das Okay bekommen, dass ich diese Arena machen darf. Habitat ist hier definitiv die falsche Wahl. Ich weiß nicht, ob Pipi hier überhaupt eine gute Wahl ist. So. Okay, was hat es jetzt mit den Tonnen auf sich? Rotarfalleimer. Hi. Ist mir egal, was für ein toller Pokémon-Trainer du bist. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Jo. Das hätte ich auch nie gesagt. Los, Pipi. Wir ziehen uns zurück. Das ist ein Stalomat. Auf komm, Pikachu. Donnerschocke. Au. Das ist ja nicht besonders effektiv. Einmal. Und zweimal. Super Schall, lass mal gut sein. Zack. Da, 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 dam, dam. Nice. So, das war's mit dir, mit Rose. So. Plus Abfall. Plus Abfall. Na komm. Aber dann haben die das Rätsel exakt gleich gelassen. Der Musiker Alfred. Voltoball. Hallo, Voltoball. Kampf. Kopfnuss. Bye, bye. Au. Pipi erhält Erfahrungspunkte. Der Gegner hat schon Luft gejagt, aber Pipi erhält Erfahrungspunkte. Oh Gott, ich hoffe, das wird jetzt nicht nochmal so eine explosive Nummer. Wenn ja, dann ist Pipi jetzt erstmal geheilt. Nee, Donnerschock. Au.
Ich habe das Gefühl, der wird sich auch wegdetonieren. Nee. Kopfnuss. Das wird nix. Unter dem Normalstep ist echt Pipi richtig mies. Hast du eine... Nee. Hast du nicht. Oh, du Flor. Müssen wir es halt eben mit Duflor wieder regeln. Absorbe. Na süß, komm her. Gib mir deine KP. Nom nom nom. Aha. Danke. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse Pipi jetzt erstmal dahinter. Das ist mir leider ein bisschen zu krampfhaft, mit Pipi da rumzudeichseln. Weil es halt keinen Step-Move mehr besitzt. Von früher. Das ist schon irgendwie traurig. So, dann hol ich halt Pikachu nach vorne. Ach. Zack, bewegen. Dahin bitte. Ja, es ist halt zu krampfhaft, finde ich. Ich brauche unbedingt für Pipi halt entweder gute Attacken oder gute Attacken. Oder ich lasse halt Pipi raus. Oh, ein Mirror Match. Kopfnuss. Ruckzuck Hieb. Mhm. Und Kopfnuss. Bams. Das knallt schon ordentlich mehr rein. Als ein lächerlicher Ruckzuck Hieb hier. Bam! Pikachu! Sander mal recht, Level 17! Dieser Stromsound da hinten. Schade, ich habe keine normalen Heilungen mehr. Na gut, dann heilen wir uns eben so. Jetzt müssen wir uns nur noch um das hier kümmern. Ein blauer Abfalleimer. Ein roter Abfalleimer. Nichts bloß Abfall. Also was, ne? Und jetzt? Ihr wollt mich doch veräppeln. Kommt jetzt jedes Mal diese Animation. Okay, es wurde irgendwie vereinfacht gefühlt, aber jedes Mal diese Animation zu zeigen, das ist schon irgendwie traurig. Okay, wir haben noch Zeit für Bob. Willkommen in der Arena von Orania City Rekrut. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling wie du? Will den Major herausfordern? Haha.
Du hast ganz schön Mumm. Mit deinen halbgaren Team gegen mich zu kämpfen zu wollen. Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekrut. Schauen wir mal. Bam, badim, bam, dadim. Ja, Waterball. Mhm. Der ist sich wohl sehr siegessicher. Oh, der hat Level 25 Voltoball. Oh, du Scheiße. Ich bin mir wohl zu siegessicher. Na gut. Okay, ich habe jetzt nicht besonders viel Wert darauf gelegt, Pokémon zu fangen. Aber gut. Aber mein Pikachu räumt hier dennoch sehr gut auf. 25. Ich dachte, sein Raichu wäre Level 26 und das wäre sein höchstes. Magnetillo, ja. Das müssen wir noch mit Pikachu zumindest gut verletzen. Besiegen müssen wir es nicht unbedingt. Dafür haben wir noch andere. Okay, zwei Runden brauchen wir. Donnerblitz. Weißt du, dafür, dass du halt einer der Profis aus Kanto sein sollst, kommst du halt mit hier Einsteiger-Pokémon nach dem Tillo. Das ist schon irgendwie traurig. So. Ich glaube, jetzt muss ich aber mit einem Bodyblock arbeiten. Ja, da ist Raichu. Hallo, Raichu. Ich will mein Pikachu nämlich nicht gegen das Raichu reinschicken. Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass mein Duflor direkt was abbekommt. Deswegen tut es mir leid, aber Sander muss jetzt herhalten. Okay, Sander. Wir arbeiten ein bisschen. Sehr schön. Knauschigkeit um eine Stufe gesenkt. So. Wenn du dazu noch kommst, wäre das super und... Nein. Tut mir leid, Sander. So, Duflor. Okay, Kampf. Absorber. Donnerblitz. Mach nicht gerade viel. Was habe ich denn als Items für den Kampf? Megablock, X-Spezialverteidigung und X-Abwehr. Das klingt doch gar nicht mal so falsch. Soll man X-Spezial-Fair einschmeißen? Kampf. Absorber. Oh, jetzt sitzt er auf dem Hochzuhieb. Dann setze ich doch gleich noch den X-Abwehr hinterher. Komm. Jetzt sind wir tanky. Rucksack-Keep. Ja. Jetzt können wir den Kampf bestreiten. Absorber. Ja, von den Donnerblitz habe ich ein bisschen Respekt. Wegen der Paralysemöglichkeiten. Das sollten wir nicht aus Acht lassen. Zack. Wir können eigentlich Raichu relativ gut wegtanken jetzt durch das X-Abwehr. Also ich muss definitiv mal ein, zwei Pokémon mehr fangen. Ihr wollt mich doch jetzt nicht... Okay, es hat sich gerade selbst kuriert.
Na komm. Sehr schön. Also das macht mir 10 Schaden und 8 kann ich heilen. Also von daher. Halt durch, Duflor. Sehr schön. Wunderbar. Damit würde ich sagen, haben wir den Orden von Major Bob. Yay, oh nein! Du weißt, wie man kämpft, Rekrut. Du hast wirklich Talent. Habitak entwickelt sich. Oh, schick, schick. Nice, Nibitak. Dieses Pokémon gehört einer sehr alten Spezies an. Wittert es Gefahr, so fliegt es sofort in großen Höhen davon. Ausgezeichnete Arbeit, Rekrut. Für deine Leistung verleihe ich dir hiermit den Donnerorden. Stillgestanden. Du erhältst den Donnerorden von Major Bob. Es ist mir eine wahre Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier mit auf den Weg. Dein fucking Ernst. Du verstaust es in deinem Itembeutel. Nicht ganz das, was du erwartet hast, hm? Keine Sorge, das ist noch nicht alles. Was ein Troll. Donnerblitz, ja, das ist jetzt nichts. Stand ein Rekrut, ja. Zusammen. Warte. Pikachu. Ja, oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, sorry. Eine Anspendung völlig erledigt. Na komm. Ja, okay. Dann poke ich halt in ein Bäckchen. Pok, 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 pok. Oh, warte mal. Ah. Hier kann ich... Ach, das ist dieses... Ah, okay. Damit werden also die VMs dann kompensiert. Gut, kann ich auch mitleben. So. Warte mal, da steht ein Misty. Warum steht da Misty? Eigentlich wollte ich jetzt speichern und Pause machen, aber ich will jetzt erstmal wissen, wo Misty da steht. Hallo du! Oh, du hast echt Major Bob besiegt? Reife Leistung. Du lässt nichts anbrennen, was? Dann hast du auch... Hast du dir auch ein Päuschen verdient. Ist ja dein Pokémon dir fit gemacht. Hm? Warum ich nicht in der Arena bin? Ich dachte mir, ich schwimme mal wieder ins Meer raus. Manchmal wird mir ein kleines Schwimmbad einfach zu eng. Weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiten See um mich spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Bist du zufällig auf dem Weg in die Dicta-Höhle? Die ganze Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Nein. Ach, der feine Herr hat was Besseres vor. Bitte, mehr als Elden bieten kann ich's nicht. Ja. Danke. Okay. Damit würde ich sagen, das war's für diesmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.